Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Heute geht es weiter in der Kampagne Johanna von Orléans. Und heute gehen wir Mission 3 an. Aufräumen, Aktionen im Loiretal oder Loiretal oder wie auch immer man das Französisch ausspricht. Ich weiß nur, hier im Deutschen ist das ein Fehler, dass hier ein Trending ist, was irgendwie nicht hingehört. Egal. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir starten direkt los. 14. Juni, Orléans. Unsere Befreiung von Orléans war nur ein kleiner Rückschlag für unsere Feinde. Die Engländer beherrschen nach wie vor das halbe Land. Leider sitzen wir hier tatenlos herum, während die Berater des Dauphins debattieren. Johanna war über diese Verzögerung verärgert und versammelte ihr Heer abermals. Sie spricht nur von ihrer Mission, die Engländer ins Meer zu treiben. Johannas Willenskraft ist unglaublich. So hat sie unter ihrem Banner selbst Räuber und Schurken in Patrioten und Helden verwandelt. Unter ihnen ist auch Laire. Dieser Riese im Plattenpanzer treibt seine Männer mit Flüchen und Fäusten an. Bei Pathé wird Laire Gelegenheit genug haben, unter den Engländern zu wüten. Pathé ist das Tor zum Loiretal. Die Engländer halten die Loire mit eiserner Macht, während eine gewaltige Armee unter der Führung von Sir John Festolf das Umland verwüstet. Johanna will in Pathé die englischen Burgen erobern. Wir müssen jedoch Festolfs Armee so lange meiden, bis wir uns seinen Veteranen stellen können. Alles klar, also jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wie es ausschaut, weil wir jetzt mehrere Burgen doch erobern müssen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, hier steht jetzt nämlich, zerstören Sie 3 von 4 englischen Burgen. Wenn also, nachdem ich eine zerstört habe, wieder die Mission vorbei ist, ist es diesmal nicht meine Schuld. Johanna muss überleben, ist klar. Das französische Heer ist immer noch auf die Ritterzeit und ein Bevölkerungslimit beschränkt. Ja, okay, von mir aus. Ist jetzt nicht super, aber okay, kann man mitarbeiten. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Belagerungswaffen verfügen. Ja. Das Gebiet im Osten jenseits des Flusses verfügt über reichlich Rohstoffe, mit denen Sie einen Stützpunkt aufbauen können. Okay, im Osten. Also hier rechts auf der Minimap, offenbar. Und die Späher berichten, das französische Heer unter Johanna hat die Loire erreicht und will die Region den Engländern entreißen. Die Engländer verfügen über viele Burgen im Loiretal. Wenn sie nicht besonders aggressiv vorgehen, sind ihre Streitkräfte nicht zu unterschätzen. Die Burgunder sind dem Fluss am nächsten und werden schnell eine starke Infanterie aufstellen. Es wäre ratsam, sich ihnen schnell anzunehmen. Das englische Heer Orange soll unter dem Befehl von General Festolf oder wie auch immer stehen. Nehmen Sie sich in Acht, denn er soll gerne und oft auf schwere Kavallerieeinheiten zurückgreifen. Gefehl! Okay. Ja, La Ire wünscht, Blut zu vergießen. Offenbar sollen wir jetzt erstmal hier rüber gehen, oder wie? Mit diesen Schiffen können wir die Loire überqueren und uns gegen jedwede englischen Kriegsschiffe zur Wehr setzen. Que fait? À la bataille. Ohé, bûcheron, qu'est-ce? Okay, Moment. Gefällt. Da. Transportschiff. Brander. Ein Brandschiff. Was? Du sollst einsteigen. Puh. Okay, das war knapp. Das Blut auf Laires Schwert ist beinahe getrocknet. Okay.
Ich schick die mal jetzt hier so ein bisschen flussaufwärts und flussabwärts. Gibt's hier einen guten Platz für ein Dorfzentrum irgendwo zufällig? Okay, wir haben schon mal ein Schaf, das ist gut. Ich hoffe mal, ich laufe jetzt nicht irgendwelchen Gegnern in die Arme. Aber das hier schaut eigentlich sehr gut aus. Oh, hier sind schon Gegner. Das rieche ich. Oh, ja. Hier sind definitiv Gegner. Oh, ja, hier sind definitiv Gegner. Wir gehen vielleicht eher ein bisschen in die Richtung. Okay, also hier ist schon mal so einer und so einer. Hier ist nochmal ein Schaf, das ist schon mal gut. Hier gleich ein paar Schafe zu snacken. Da habe ich nichts gegen. Ja, prinzipiell uns hier niederzulassen wäre nicht so schlecht, aber es ist halt sehr nahe an den Gegner. Sehr, sehr nahe. Aber wir brauchen halt Gold. Oh ne, hier ist auch Gold. Und ich meine, Stein für Stein können wir einen Außenposten dann bauen. Wo steht, dass es so gut sein soll? Osten jenseits des Flusses. Ja, prinzipiell schauen wir mal kurz, ob hier ist. Ich möchte halt wirklich einen guten Platz zum Siedeln. Das ist das erste Mal, wo wir nicht tatsächlich was vorgegeben haben. Aber ich glaube, hier ist nur Ende. Ich glaube, hier uns hinzusetzen wäre schon gut. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal erstmal ein Dorfzentrum. Was ist so? Oh, ey. So, alle Dorfbewohner bauen mal daran. Wir haben 4 Stück. Wo ist denn der 4. Hä? Mach den platt! Hey. Ja. Offensivhandlung. Haltung. Okay, ich glaube, wir sollten den platt machen, sonst macht er uns eventuell Probleme. Okay, dann werdet ihr schon mal ein paar Häuser bauen. Die Häuser können gerne hier unten zum Fluss hin. Beziehungsweise einer sollte nur ein Haus bauen. Was ist so? Beziehungsweise gleich ein paar Häuser. Was ist so? Was ist so? Was ist so? Sehr gut, ihr macht Holz. Einer baut bitte hier man kann eine Mühle Nahrung deponieren. Das kann ruhig hier unten hin. Wobei hier Steine und Gold. Ja, machen wir das hier hin. Und hier kommt dann eher ein Holzfällerlager hin. Holzfällerlager. Dann es werden mehr Häuser benötigt. Ja, okay, ich arbeite dran. Dass eins aber nur 5 gibt, ist schon so ein bisschen kacke, muss ich sagen. Moment, Abbruch. Und du baust bitte schon mal Felder hier rum an. Was ist so?
Taipei. Ein paar Häuser brauchen wir dann hier noch. Was ist so? Ich hoffe mal, du baust dann einfach alle und nicht, dass da jetzt irgendwie Probleme gibt. So. Hey. Das hier ist übrigens Lair offenbar. Hat der irgendwie... Ja, 200, das geht. Oh, aber 18 Angriffsdamage. 18 Angriffsschaden ist schon recht gut. Also der kann auf jeden Fall austeilen. So, und jetzt können wir auch mal anfangen, ein paar Dorfbewohner zu bauen. So, und du baust hier bitte weiter. Nicht blöd rumstehen. Also, sobald das fertig ist, baue ich noch ein Haus. Dann haben wir mal... Okay, ihr macht's jetzt bitte hier... Bei wie viel Gold ist denn das? Ah, wobei 800. Dafür lohnt sich schon, hier ein Bergarbeiterlager hinzusetzen. Und du machst dann gleich mal nochmal ein bisschen mehr Nahrung. Und du machst auch nochmal ein bisschen mehr Nahrung. Hä? Kriegsgaleere. Ja, vielleicht hätten wir nicht so nah zum Wasser bauen sollen. Egal. Ihr macht Gold, du machst dann auch nochmal ein bisschen Nahrung. So. Genau. Aktuell, es läuft. Langsam aber stetig läuft die Economy hier. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir... Ich glaube, so gut wäre 463 oder 484 oder sowas in die Richtung. Wäre, glaube ich, gut, wenn wir hätten erstmal. Weil, wie gesagt, Steine... Meine Steine können wir hier vorne abbauen. Das können wir sogar noch hier einigermaßen gut mit verteidigen. Woher kommt denn der? Okay, wir brauchen hier definitiv mal einen Wall. Demnächst. Weil hier unten kann man, glaube ich, nicht... Können die nicht herkommen. Da können die nur hingehen. Ja, hier so ein Wall. Ich erkunde jetzt hier nochmal ganz kurz ein bisschen. Der müsste hier unten gerade irgendwo chillen. Okay. Ja, hier. Ja, hier so ein Wall wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Oh, die können hierher kommen. Moment, dann bauen wir besser hier einen Wall. So, dann baut ihr mal hier ein Bergarbeiterlager. Falsch. Nein, ein Bergarbeiterlager hier zu den Steinen. Okay. Passt die so? So. Ein paar brauchen wir noch. So, 15 Dorfbewohner ist, glaube ich, relativ gut. Heißt noch Dorfbewohner, oder? Wie heißen die denn, wenn die nichts machen? Bauarbeiter. Doch, Dorfbewohner. Weil in Age of Empires 3 hießen sie nämlich Siedler. Deswegen bin ich da nicht so hundertprozentig sicher gerade gewesen. So, zwei sind noch in Arbeit. Das ist gut, dann sind es 15. Was? Warum, Alter? Bergarbeiterlager. Hier können... Bergarbeiterlager können Steine. Oder? Okay. Moment, da können doch Steine hingebracht werden. Goldabbau sowie Stein- und Goldabbau. Egal. Felder brauchen wir nochmal. Also zumindest noch eines. Dann sind es 6 Leute, die bei Feldern arbeiten. Dann gehst du auf Holz. Und dann sagen wir, holen wir uns noch jetzt mal jemanden, der baut. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir dann... Schauen wir, dass wir uns hier einzäunen.
Hier einen kurzen. Hoi. Wir bauen erstmal hier einen Wall, damit, weil die können ja uns jetzt von der Seite hier beschützen. Und dann vielleicht von hier so schräg runter, hier so an dem Baum vorbei, so. So. Genau eine Linie. Ha, bitte nicht mich angreifen. So, genau. Du, nein. Du baust jetzt Steinwall. Genau. So, und da baust du auch gleich ein Tor rein. Tor bauen. Ich hoffe, das mit dem Tor klappt dann. Egal, hier brauchen wir kein Tor. Hier werden wir eh nicht lang gehen. Schätze ich jetzt mal. Und wenn doch. Wobei, wenn doch. Moment, kurz. Kann ich kurz das hier... Okay, ich kann das entfernen und das gibt mir auch den Stuff zurück. Das weniger, aber das macht nichts. Dann baue ich doch hier sicherheitshalber mal ein Tor rein. Okay, ich zerstöre das nochmal ganz kurz. Weil ich weiß gerade nicht, ob es sonst nicht dumm ist. Dann baue ich hier ganz im Süden ein Tor hin. Und dann hier entsprechend... Wobei... Nee, weißt du was? Ich baue doch jetzt erstmal hier einen kompletten Steinwall hin. Und um den Rest kümmern wir uns später. So. Gut, Steine werden abgebaut, der Rest geht gerade auch. Der Schubkarren ist... Zwei also wir brauchen eigentlich nur noch ein Gebäude hier. Wie wäre es mit einer Kaserne und einem Stall? Eine Schmiedestall. Egal. Sobald der hier fertig gebaut hat, soll er erstmal sowas wie Kaserne, Stall und so machen. Man baut er eigentlich hier in die Ecke auch was hin oder nicht? Ne, hier baut er gar nichts hin. Moment. Ja, genau, ihr verpisst euch jetzt hier erstmal aus meiner Region. Genau. Jetzt sollte er hier, genau, wenn ich sage, er soll hier lang gehen. Oh, dann geht er jetzt da rum. Okay, scheiße. Das heißt, wir brauchen hier nochmal auch einen Wall. Aber nur hier das ganz kurze Stück. So, und jetzt wird er wahrscheinlich, wenn ich ihn hier anweise hinzugehen, irgendwie da... Was? Alter, der ist gerade Moonwalk geritten. Ist ja heftig. Aber offenbar sind das aktuell nur Speer. Das ist eigentlich sehr gut. Untätiger Dorfbewohner. So, und wenn du jetzt sage, du sollst hier hingehen... Dann läuft er hier rüber, genau. Derax. Hopp. Liebe. Ba. Derax. Ba. Ba. Okay. Ist mir gerade wurscht. Du baust mir jetzt bitte erstmal eine Kaserne. Das ist recht wichtig. Und was noch recht wichtig ist, ist eine Schmiede. Die beiden baust du mir jetzt erstmal. Dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Dorfbewohner. Einen davon werden wir noch... Beziehungsweise, der ist jetzt mal unser Bauarbeiter. Wir brauchen noch zwei, drei Häuser. Wir brauchen ein paar, paar Kampfeinheiten. Wir brauchen ein paar Kampfeinheiten. Wir brauchen hier Infanterie, haben mehr Angriffsstärke, hört sich gut an. Und mehr Panzerung. Und für Pferde ebenso, hört sich alles sehr gut an. Das machen wir alles mal. Okay. So, du machst auch mal Nahrung. Wobei, nee, Holz brauchen wir auch. Aber wir brauchen halt auch noch Nahrung ein bisschen mehr. Hier ist, glaube ich, sinnvoll. So, und jetzt baust du mir noch mal bitte ein paar Häuser mehr. Also, warum haben wir gerade überhaupt gar kein Holz? Wir haben vier Leute, die Holz bauen.
Fire Defender aus größerer Entfernung nehme ich auch mal. So, also zwei Häuser können wir uns jetzt immerhin mal leisten. Was ist so? Hey. Nicht genug Holz. Ach, Scheißendreck. Okay, wir sollten irgendwann auch mal noch eine hier Ding machen. Eine Palisade jetzt, also hier eine Mauer. Weil das geht mir jetzt doch schon so ein bisschen auf den Sack. Außerdem, hier ist fast kein Stein mehr. Gold geht aktuell noch, aber Stein wird echt schon langsam knapp. Gut, wir können eigentlich schon... Nee, wir brauchen noch ein Gebäude, und zwar eine Schießanlage, glaube ich. Schießanlage. Hier, Beobachtungsturm können wir mal hier reinsetzen. Was ist so? Hey, was ist so? Ah, gut. Das kostet irgendwie 60 Holz oder was? Okay, wir brauchen noch zwei Dorfbewohner für Holz. Weil der Rest geht gerade ganz gut, aber Holz ist noch relativ knapp. Das Gute ist, wird wahrscheinlich nicht so schnell ausgehen. Vor allen Dingen, wenn wir hier auch mal ein bisschen uns verteilen. Alter, ihr scheiß Huren. Okay, ich kann es gar nicht erwarten, hier die Mauer fertig zu ziehen. Die wird zwar ein bisschen teurer werden, aber das ist es mir definitiv worth. Bisschen Holz und nochmal ein bisschen Holz. Und du baust dann wir brauchen ja jetzt noch, was brauchen wir noch? Stall. Stall hört sich eigentlich sehr gut an. Braucht aber noch mal ganz kurz. Egal, bis du hier bist, wird das hoffentlich reichen. Komm, bisschen Holz. Danke. Was ist so? So, Treffpunkt der Einheiten ist, sagen wir mal, hier. Dann können wir jetzt auch, weil die ja nichts kosten von dem, ein paar Schwertkämpfer ausbilden. Weil die kosten ja nur das, was wir haben. Da können wir nochmal 10 Schwertkämpfer machen. Haben wir dann 33 Einheiten, die kämpfen können. Was ist so? Das höre ich, also aktuell, es geht. Also ganz ehrlich, das wird definitiv zwei volle 35 bis 40 Minuten Parts und leck mich am Arsch, wir haben gleich keine Steine mehr. Wir müssen mal kurz hier einen Ritter losschicken, um zu schauen, ob es hier irgendwo noch Steine gibt. Und ansonsten ist es sehr schlecht. Hey. Gut, und dann fangst du jetzt mal an hier mit unserem Steinwall. Wobei wir schauen... Hä? Okay, hier ist Gold. Oh, das ist weniger gut. Hey. Gut, dann hast du mal ein bisschen Holz, solange wir hier nichts anderes gerade für dich zu tun haben. Oh, Bücheron. Stein wird jetzt gleich echt knapp. Die Frage ist, wo kommen die ganze Zeit her? Weil hier ist kein Übergang. Das heißt, prinzipiell reicht es, wenn wir hier dicht machen. Und hier dicht machen. Dann sind wir eigentlich schon sehr... Oh. Jeffrey, Bücheron. Okay. Was ist so? Ja. Hey, Liebe. Also. Ja, das Problem ist... Wir haben noch... keinen weiteren Steinvorkommen gefunden. Und das ist so ein bisschen schlecht. Doch, hier wäre Steinvorkommen, aber das ist gegnerisches Steinvorkommen.
Okay, verarschen lasse ich mich nicht. Ich mach den jetzt hier platt. Der steht direkt vor meinem Tor. Hey. So. Wir machen jetzt erstmal hier eine Mauer. So. Es ist halt echt das Problem, dass wir jetzt keinen Stein haben, außer den, den wir uns hier von denen snacken können. Und wer ist denn nochmal Violett? Violett, Burgunder. Sie ihn schnell anzunehmen, wäre ratsam. Ja. Oh ja. Hey, was ist so? Hört sich eigentlich voll gut an, dann würde ich sagen, steigen wir auf. Wir sind eh schon gerade am Bevölkerungslimit. Sobald wir das Bevölkerungslimit erreicht haben. Sobald wir das Bevölkerungslimit erreicht haben, würde ich sagen. Werden wir noch ein, zwei Häuser bauen und dann würde ich sagen, somit. Wie viel sind das? 33. Ich würde sagen, somit 50 Leuten, vielleicht ein, zwei Belagerungseinheiten. Wobei wir können zumindest mal, das können wir eigentlich echt schon machen, das hier einfach angreifen. Weil die hier gehen mir am Sack mit ihren Waffenschmieden. Die sollen scheißen gehen. So, genau. Es werden mehr Häuser benötigt. Sie hat kein Problem. So, du bist hier fertig, das ist schon mal gut. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich wirklich nur mehr, oder? Ja, also hier kommt keiner mehr durch. Bücheron, Pirat, Liebe, Eul. Ne, hier kommt, sollte keiner mehr durchkommen. Pirat. Jetzt können wir nämlich ein paar Häuser noch hier aufstellen. Und dann gleich. Auf jeden Fall Handkran entwickeln, nochmal Stadtpatrouille, Gebäude, Sichtweite ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich meine, hier noch einen Turm hinzusetzen wäre cool, aber wobei wir haben 899 Steine. Liebe, Liebe, Pirat. Ich werde mich jetzt definitiv erstmal hier hin postieren und dann hier so einen Wall ziehen. Dann ist das alles unser Gebiet. Das ist eigentlich gut. Gold können wir eigentlich auch außerhalb mit einem Außenposten oder was uns snacken. So. Wer ist hier? Okay. Okay, du bist fertig. Das ist gut. Dann würde ich sagen Steinwall. Einmal hier und dann durch, gehen drüber. Ah. Beziehungsweise nein, ihr bleibt jetzt erstmal hier. Das ist voll smart. Ich lasse die erstmal innerhalb unserer Welle, bis die sich. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Hier ist aber kein Durchgang, oder? Ich hoffe einfach mal, dass wir dann alles abgeriegelt haben. Ja. Dann machen wir nochmal hier einen Außenposten, also so einen Beobachtungsturm hin, nochmal hier in die Ecke einen hin, das Tor. Und dann sind wir soweit, glaube ich, good to go.
Wir können auch schon Ritter schaffen. Das werden wir auch tun. Gold haben wir ja massig. Können wir gleich mal 8 Ritter ausbilden. Habe ich nichts gegen. Aktuell brauchen wir eigentlich wirklich sogar mehr Nahrung als... Ja, Nahrung ist jetzt gerade aktuell wertvoller als Holz. Dann würde ich sagen, baut ihr mal hier noch ein Holzfällerlager. Weil hier ist es gerade weniger kritisch, so ein bisschen was abzuholzen, weil dann kommen die nämlich sonst gleich daher. Kann ich dich eigentlich schlagen? Ah ja, man kann ja hier solche Sachen auch verbessern. Das wäre eigentlich voll sinnvoll. Klicken Sie hier in die Produktionsschleife, damit es sich nach dem Verfall selbst erneuert. Mal sehen, was eure Ritter den englischen Langbögen entgegensetzen können. Was? Oh, shit. Das hört sich irgendwie nicht so toll an. Wo sollen denn die Engländer sein? So, und jetzt baust du mir hier bitte... Moment, kann man überhaupt ein Tor in so ein Ding reinsetzen? Ja, kann man. Das heißt, wir bauen hier den Wall durchgehend. Beziehungsweise lassen wir jetzt erstmal, solange der hier ein bisschen Aggro zieht, das hier. Und schauen wir mal ganz kurz mit einem Dorfbewohner, ob es hier irgendwo hingeht, wo wir eventuell hier nicht mal abgeschottet sind. Weil hier sollte eigentlich keiner kommen können. Eigentlich. Liebe Virax. Okay, nein, dafür dreht sie um. Dafür dreht sie um. Das heißt, wir sollten jetzt gleich, ausgenommen hier mit den Galeeren und so... Ja, wir sollten hier eigentlich einen Beobachtungsturm hinstellen. Oder sogar zwei. Den werde ich nach dem Torbau dann auch gleich veranlassen. Also nicht Palisadentor. Achso, Moment, hä? Okay. Jetzt ist es ein. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass die sich das neu machen, oder was? Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss, dass die das neu machen? Ja, Gold wird gleich problematisch sein, aber wir sollten da eigentlich auskommen. Okay, wir brauchen noch mal ein bisschen... Bisschen Stuff. Okay, wir brauchen jetzt hier zwei Palisaden, zwei Tore. Und zwei, drei Häuser. Das heißt, du baust mir jetzt hier erstmal bitte hier unten hin einfach... Zwei, drei Häuser. Und die hier wird mir... sagen wir mal, du hier, weil Gold wird eh gleich hier alles sein. Du baust mir hier bitte mal... eine Waffenschmiede hin. Genau. Ja, ich glaube, die können jetzt tatsächlich nicht mehr hier rumschnüffeln. Weil der ist schon außen hier rumgeritten. Was? Oh, hey. Virax. Die können hier unten durch. Wollt ihr mich verarschen? So, ich hoffe, wenn ich den hier hinbaue, dann werden die mich am Arsch lecken. So, und hier baue ich so ein Ding hin. Okay. Moment. Hä? Genau, du machst das hier weiter.
Ja, ja. Okay. Und du hier machst dich daran weiter. Du baust das hier. Du baust das hier. Die Waffenwerkstatt, Belagerungsturm. Ja, nee, irgendwie gerade nicht. Irgendwie finde ich hier Skorpion. Bau mal zwei, drei Skorpione, weil die habe ich noch eigentlich nicht benutzt und finde sie aber eigentlich relativ sinnvoll. So vom reinen Gedanken her. Wenn ich jetzt sage, du sollst hier reingehen, muss er außen rum gehen. Sau nice. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt hier tatsächlich eine Abschottung vorgenommen. So, ihr baut jetzt mehr Holz ab. Und du baust noch mehr Holz ab. Und du baust mir dann einen Marktplatz, damit wir entsprechend eintauschen können. Und dann sind wir bald alle glücklich. Ein Kloster wäre noch ganz nice. Und Kloster und eine Schießanlage. Was ist so? Reihenfolge egal. Oh, wir können eh nicht weiter aufsteigen. Infanterie bewegt sich schneller. Mehr Schaden an Gebäuden. Das hört sich sehr gut an. Das hört sich sehr gut an, dass sich Pferde schneller bewegen. Die bewegen sich eher am schnellsten von allen Einheiten. Zur Armbrustschützenweite. Berittene Bogenschützen. Ja, ich mach mal ein paar normale Bogenschützen. Wie gesagt, Gold ist aktuell knapp, aber sobald wir einen Marktplatz haben, den ich nicht gefunden habe gerade übrigens. Wo ist denn hier ein Marktplatz? Marktplatz, hier. Passt die so? Sehr gut. Mönche bewegen sich schneller. Ich erschaffe mal einen Mönch. Ich erschaffe gleich zwei Mönche. Ja, so, passt schon. Paar normale Kämpfer und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich aktuell ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Der hier ist auch noch mehr als gut dabei. Ich meine, ich lasse dich den trotzdem mal reparieren. Artisan? Nein, du bist hier fertig. Artisan? Warum einen Tick zu wenig? Senkt die Gebühr für Tribute. Markt, ich habe halt keinen anderen Spieler, der verbündet ist. Verkaufen Sie für Goldeinheiten. Ja, das hört sich gut an. Jetzt haben wir gut Gold erstmal. Jetzt haben wir erstmal gut Gold. Und ja, hier dieses automatische Ding ist sehr, sehr nice. So, ihr seid alle defensiv und ich glaube, wir bauen noch zwei Rammen. Damit sind wir dann hier auch durch. Moment, wo habe ich die hingeschickt? Keine Ahnung, einer von euch baut jetzt hier nochmal zwei, drei Häuser. Wo kommt der her? Wo kommt der zum Fick nochmal her? Der ist einer, der die ganze Zeit hier in der Gegend rumfickt. Wo kommt der her? Hier ist kein Durchgang. Der appeared da einfach out of nowhere. Verstehe ich irgendwie nicht. Egal, jetzt würde ich sagen, ist so ein Zeitpunkt gekommen, wo ich mir sicher bin, dass die nächste Folge, wenn ich jetzt hier abmoderiere, also diese Folge beende, definitiv doch nicht kürzer sein wird. Du gehst mir echt am Sack, du. Du verreckst jetzt. Ihr tötet den. Weil der geht mir am Sack. Ihr bringt den jetzt zur Strecke. So.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir bauen jetzt hier, wie gesagt, noch ein paar Einram-Einheiten und noch ein paar normale Einheiten. Und Ritter natürlich. Und dann würde ich sagen, geht's nächstes Mal los. Erstmal hier gegen die Burgunder, damit wir uns hier deren Steinvorräte und was die hier sonst noch parat haben, snacken. Außerdem stehen die direkt neben uns und gehen uns gefühlt am Sack. Ja. Na. Wo sind die jetzt eigentlich wieder hin schon wieder? Ein Heer von Ramböcken. Wie originell. Setzen die hier irgendwie Truppen ab die ganze Zeit? Keine Ahnung. Kiffee? Falls ja, baue ich jetzt hier nochmal einen Beobachtungsturm, dann können sie mich am Arsch lecken. So, und dann würde ich sagen, nächstes Mal geht es weiter hier mit Age of Empires 2. Alter, wir brauchen echt eigentlich mehr Häuser. Ich gebe hier nochmal zum Ende der Folge ein paar Häuser in Auftrag. Dann vergesse ich das bis zum nächsten Mal auch relativ wahrscheinlich nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Bis dahin sage ich, tschüss, Leute.